Damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 18. Ja, wir schauen mal, was uns im neuen FIFA erwartet. Damit mit X mal ins Spiel. Real gegen Atletico, das ist viel mehr als bloß ein Fußballspiel, Buschi. Ja, Wolf, da stecken Emotionen ohne Ende drin. Das ist Fußballgeschichte, das ist vielleicht das Größte, das Wichtigste aller Stadtduelle. Und jetzt gilt's, jetzt geht's los. Und damit geht's hier los. Los geht's. Antoine Griezmann. Tor durch Griezmann. Der ist so wichtig für seine Mannschaft. Genau diese Tore brauchen sie von ihm. Der Ball geht zu Ronaldo. Riesenchance. Ronaldo, er macht das Tor. Und das ist Cristiano Ronaldo. Klasse. Cristiano Ronaldo ist durch. Super von Ronaldo. Er zieht vorbei. Das muss mindestens gelb geben. Da geht er viel zu hart hin. Oh, 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 könnte sich verletzt haben. Es gibt gelb und einen gefährlichen Freistoß. Das ist natürlich jetzt die Chance, dieser Freistoß. Auf genau diese Situationen lauern sie. Cristiano Ronaldo ist einmal mehr der auffälligste Mann. Oh ja. Da könnte was draus werden, ist eine gute Position. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 18. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man Freistöße schießt. Ich bin nicht mit Real Madrid. Ich versuche mal mit Lukas. Ja, und los geht's. Schauen wir, was passiert. Ja, schlecht. Was für ein Atem, hätte ich mal gesagt. Natürlich schlecht. Da steht so. Er gut, er kann dazwischen gehen. Ja, Entschuldigung. Ja, mal schauen, wie wir mit FIFA dem Ball 18 am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, schlecht bis jetzt. Da ist das Tor. Wow. Okay. Ja. Ich bin noch nicht ganz im Spiel. Man merkt. Und wieder treffen sie. Zwei Tore schlecht. Binnen so kurzer Zeit. Wahnsinn. Ja. Schön. Ja. Haha. Kacke. So. Und jetzt muss Real reagieren. Mit dem Tor liegen sie hinten. Ich versuche mal ins Spiel zu kommen. So, jetzt. So. Baranaball. Und halten, flanken. Und nun Cabral. So gut. Ich bin außerdem kein Fan von Real Madrid. Aber ich gehe dir trotzdem mit meinem Ball. Jetzt Ronaldo am Ball. Was ist das für ein Spiel? Was ist das erste Spiel? Wird das eine Torchance? Vor der Situation von FIFA 18. Und nun Cabral. Das muss man kommen. Der Ball geht zu Ronaldo. Flanke. Ronaldo. Und jetzt durch ich groß. Hin. Klasse so, Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ich muss hier nach, ich muss. Ah, geht denn das? Ich komme nicht nach, ich komme nicht nach. Ich glaube, die ziehen sich beinahe. So richtig beinahe. Ah, das war gut. Das war nächstes Mal gut von Kravachau. Kravachau. Hab den Ball. Bill. Die Mitspieler wollen ihm helfen! Ja, das sieht das. Das war dann doch deutlich drüber. Geht doch wieder hin. Hänger? Irgendwie. Ja. Komm ich nicht ins Spiel? Die Zeit läuft auch ganz schön langsam. Das könnte Ronaldo lange bedient werden. Aber jetzt Modric. Ich muss hier reinkommen. Also von dem her. Und nun kann man alles rein. Gut. Alles gut. Ah. Casemiro. Muss ich den Ball halten? Ball bei Marcelo. Der Ball auf den Flügel zu Ronaldo. So. Steckt mal da drauf. Passt er auf. Flankt. Und kann klären. Da. Luka Modric. Und Modric. Tor. Alles wieder auf. Jawohl. Was war das? Oh mein Gott, der Torjubel. Was war denn das von Modric? Aber das ist das Risiko, wenn du dazwischen gehen willst, dann fällst du auch mal ein Tor. Das war gut gemacht. Hier so, nochmal dieser Treffer. Durch die Gurke. Wunderbares Gurke von Luka Modric. Zum 2 zu 2. 58 Minuten Tor, erstes Tor in der Liga. Santander. Ja, Luka Modric. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ja, was hier nach dem 2 zu 2 passiert. Nicht schlecht, aber jetzt müssen wir dranbleiben, jetzt müssen wir schauen, dass wir das Spiel. Ja, das kann. Ach Gott, die Steuerung ist wirklich anders.
Es gibt Freistoß gegen Real. Ja, war klar. War klar. Jetzt hat er es gepfeift. Also Ramos gibt da raus, okay. Jetzt geht es um Schiedsrichter. Beschwert sich hier. Aber ja, da liegt nicht Zack aus. Zack und hast du mit. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Oh Gott, da kann er hin. Hallo. Ja, jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Wow. Ja, in der Verteidigung habe ich starke Probleme. Ich konnte irgendwie nicht. Felipe Luis jetzt. Jetzt die Flanke! Ich komme mit der Steuerung noch nicht ganz so zurecht. Das bringt nichts. Was da ist das? Schon zur Ecke abgewehrt. Der war gut gemacht. Schön geblockt. Schön geblockt den Antoine Griezmann. Hier, zack. Da geht er in den dritten Rang. Wie eins, David Beckham's Elfmeter. Okay, kniet sich lässig wieder. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Oh, fang ihn nicht. Wieso fängt er denn nicht? Was war denn das? Wieso fängt er den Ball nicht? Da holt er den Ball zurück. Mir mehr sagen. Nein. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und jetzt Bale. Vielleicht gibt es die Möglichkeit. Fällt das Tor doch noch? Und zum Tor. Schade. Schön gespielt, aber etwas zu nah ans Tor, das Ganze. Wow. Komm her. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Und du rennst wohl nicht davon, ich dränge dich ab. Sehr gut, so funktioniert das mit Abdrängen. Das funktioniert aber besser als gedacht. Und Ronaldo. So, zack. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Zack. Schon gespielt. Und jetzt die Chance. Benzema. Das war einfach für den Torwart. Nein. Ja. Ich wollte ihn nur aufspielen. Ich wollte nicht eigensinnig seine Stimme. Und direkt zurückgespielt. Aufspielen. Das war ein schönes Tor schießen. Nein, das war höher. Toni Kroos geht dazwischen. Ach Gott. Das ist schön. Schöne Spielen werden wir auslassen. Und Ronaldo. Wir werden jetzt nur noch effektiv spielen. Und jetzt effektiv. Real. Und zwar. Jetzt vielleicht. Da. Der Ball ist drin. Sie gehen in Führung. Tor. Ja. Yeah. Den hat er klasse ins untere Eck versenkt. Karim Benzema. Und den wollte er genau dahin. Schön gelaufen, schön gelaufen. Und ganz trocken. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Oh, Pushman. Mit der Erkenntnis des Tages. Und sie da mit Freudentaube. Und wir laufen da durch. Wichtig für Real. Damit liegen sie jetzt vorne. 65. Puh. Ja, das heißt, wir sind gut gestartet. Sehr gut. Gibt jetzt die Gelegenheit. Sergio Ramos Ball. Ball wieder bei uns. Das heißt, wieder Ball halten. Da mal verlagern. Von der Seite. Das geht gut. Und jetzt Toni Kroos. Ball halten funktioniert relativ lässig. FIFA. Weiter mit dem Fort. Marcello. Und da gibt es einen Freistoß gegen Real Madrid. Okay. Das gibt's doch nicht. Kommt sich durch ein Schweinchen. Das ist Foulpfeifen. Boah. Grenzwertig. Grenzwertig. Das zu pfeifen, aber ja. Schätze ich, da hat so gesehen, so wie dieses Jahr. Wo bist du, Modric? Jetzt wird's gefährlich. Und er gewinnt den Zweikampf. Oh, der Trick ist nicht. Ui, das geht nicht. Okay, holt mir einen Trick an. Der hat nicht. Muss noch den arbeiten. Gut. Steuerung ist doch noch nicht so ganz meins hier. FIFA 18 technisch. Den Zweikampf führt er sehr gut. Ja. Dranbleiben, ja, sehr gut. Und Ronaldo. Ich brauche echt noch. Also ich bin echt irgendwie stark konzentriert. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Bitte mal. Gareth Bale! Aufspielen. Und er trifft! Und danke sagen. Bam. Jetzt passt auch der Spielstand. Sie sind hier überlegen und konnten ein weiteres Tor erzielen. Ich weiß, sie auch so lässig hin. Was ist hier los? Ja, 4-2. Stark. Jetzt sind wir im Spiel. Jetzt
sind wir eindeutig mittendrin. Und das spielen die beiden hier clever aus. Der FIFA 18. Da bleibt Rigul, gutes Abspiel und dann natürlich kein Problem. Auf Bale und Bale okay, geht in den Lauf des Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Pam. Stark gemacht, stark gespielt. Wenn das im Laufen geht mit Real ziemlich einfach. Sind die Verteidigung von Atletico im Laufen gehen wie nichts. Es geht so, ja, unruhig, dann weg. Ich krieg gegen wer da. Neuer Spielstand 4:2, 6 Treffer haben wir ja bereits gesehen. Etwas noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ja. Buschi Buschmann sagt 6 Treffer. Jetzt Modric. Und das in dieser kurzen Zeit. Casemiro. Hier können wir getrost. Ball bei Marcelo. Ja, könnten wir. Und nun Sergio Ramos. Ball halten mal etwas. Und nun Carvajal. Rüber. Und jetzt Toni Kroos. Das Direktspiel ist geil. Das könnte gefährlich werden. Und nun Ronaldo. Nein, das wollte ich nicht. Gut gesehen, Benzema hier abseits. Nein. Nein. War aber nicht. War nicht vorne. Nein, nein. Sicher, die Batterie stehen extra. Doch, okay. Doch einen klaren Schritt zu weit vorne gewesen. Schade. Schlecht gespielt, aber Modric. Und sich den Ball und fest. Weiter Ball jetzt auf Benzema. Spiel. Den flankt auf Benzema. Wirklich ein guter groß. Schuss. Der erste Schuss von Stoßträger. Ja, war nicht schlecht. Ja, alles kann nicht dran gehen. Aber schon gemacht. Ja, da haben wir nicht dran, schade. Das ist spekuliert, aber ja, doch nicht. Schade, schade, schade. So, den Ball muss jetzt kommen. Zack. Wow. Sergio Ramos am Ball. Direkt auf den Kopf. Ball bei Marcelo. So, der Ball auf den Flügel zu Ronaldo. Und nun Carvajal. Oh, der geht gut. Sottenberg ist auch sehr stark. Spiel. Schon das. Irgendwas. Irgendwas von Benzema! Bale. Benzema! Sind vorbei. Spielen auf. Jetzt gibt's die Ecke und für Real. Nein. Den hält er. Wieso hält er den? Wieso? Schön gespielt, aber. Den hätten wir. Naja, machen können. So. Schauen wir, wie der Eckball hier funktioniert. So, das wird zu stark. Die Ecke hier richtig, richtig geil. Ah, ja, ja, da hat mich viel gefehlt. Der war gut. Die Ecke war gut. Ja. Der muss ich machen. Der muss sitzen. Der darf ja nicht verweigern. Das ist ärgerlich, ärgerlich. Aber ja. Er steht nicht im Tor. Oblak. Oblak im Tor von Atletico Madrid. Ja, das Madrider Derby ist eigentlich entschieden mit dem 4:2 schon mal. Wow, bitte Controller. Reißt's mich. Na was? Da ist er. Und wieder unser Ball. Ball bei Marcelo. Entweder das ist jetzt nur hier und jetzt Toni Kroos zu oben oder mit diesem ganzen Spiel so leicht. Das, super das von nicht, Ronaldo! Das, zack. Das könnte die Chance werden! Genau, vorbei. So, Ronaldo fährt der Schuss! Schon. Keine schlechte Chance, schau, aber vorbei. Lass ihn abziehen. Da war vielleicht sogar mehr. Knapp, aber knapp drin, ja. Aber, ja. Schauen wir mal. Ja, ja, doch. Doch deutlich. Doch ziemlich deutlich drüber hier. Zidane, Herbert, Dennis könnte hier locker 5-6-2 stehen. Ja, ist noch Oblak, der sucht den Ball. Wo er in der Hand hält. Ja. Das Pfeif-Konzert kann beginnen. Wer würde sich freuen? Bei Jan Oblak. Und den Real Madrid-Fans sind noch aus wie die Spatzen vom Dach. Oh, April, nein. Spielerwechsel da. So. Wird das eine Torchance? Ja. Ja, schön gespielt. Philippe Luis jetzt. Aber. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Toll. Ganz so wichtig. Ja. Ja, nein, auswerfen. Und der geht weit. Weit wirft denn der?
So weit schießt. Wird jetzt gefährlich. Der Ausruf verwehrt. Sehr und er schießt. Der gibt, das Ball. Ist die Chance Ball. Jetzt. Ball. Ja, ärgerlich. Ja. Es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Klatscher. Auf 4-3. Abseits. Boah. Muss auch gut kommen. Der Schuss alleine. Was war das für ein Schuss? So, schauen wir, wer da den Ball wegbringt. Na was? Ja. Oh, da war keiner. Hoppala. Ich hoffe, das zählt als Torschuss. Ich hoffe, er gibt das Abseits. Zählt als Torschuss. Schon wieder? Ah, ich finde es gut. Ja, passt Atletico nicht auf. Zwei Mann gleich. Wahrscheinlich drei Mann, ganz unten. Manu Werner. Das wollte ich nicht. Oh, nun Sergio Ramos. Spielen. So, Ramos. Und jetzt die Real. So, Ball halten wieder. Casemiro. Spiel. Wow, was war das für Marcello? Schlechter Ball. Ball bei Marcello. Spielen wir das rein. Und jetzt die Chance. Das war jetzt Ball aber mal eine halten. Gute Szene Ball vom Deuter. Und Abschluss. Ja, aber leider einer der wenigen bisher heute. Das ist nicht und sein bestes Spiel. Da. Und Black wieder in der kurzen Ecke. Aber ist er hier. Bam, hält er gut, aber auch schön gespielt. Schnell in die Spitze und direkt den Abschluss gesucht. Ja. Sehr gut, so, nochmal ein Corner. Das nochmal probieren, ja. Benzema! Und jetzt hat er den Ball. Bale hat's gemacht. Super Aktion. Bale. Yeah. Das ist natürlich nicht so gut aus. Ja, mit Tor. Aber was willst du da machen? Ja. Du willst ja irgendwie das Gegentor verhindern und da ist Bale da. Da steht einfach goldrichtig. Gold, richtig steht er hier und macht das Tor. 5-2. Ja, ich glaube, das Spiel ist jetzt endgültig. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie hier ist so gut wie gelaufen. In dieser Richtung. Ja, Buschi Buschmann sagt das Gleiche. Diese Partie ist entschieden. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Hallo, ich will den Ball. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Ah, oh, da geht er vorbei. So. Philippe Luis jetzt. Schön den Ball. Hier. Der Ball, jetzt mir. Vielleicht. 2-3, da ran. Der Ball geht ins Tor aus, aber er hat den Pfosten noch berührt. Wow. Ich denke, den Sieg wird sich Real. Oh mein Gott, was war denn das jetzt? Ich kann mir auch nicht vorstellen, die Fans. Den lassen wir sicher nicht nehmen, weil das Abwehrverhalten. Unter allem wieder. Ein guter Ball halten nochmal. Ball bei Marcelo. Ja, na was. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Alter Schwede. Da haben wir uns jetzt ganz schön gespielt. Und jetzt vielleicht jetzt mal Real Madrid. Spitze. Jetzt gibt's hier vielleicht Bale. Die Chance. Und jetzt ein Schuss. Latte, aber der Ball Bam. Ist noch heiß. Latte. Oh, ich komme nicht zum Ziel. So komme ich zum Ball. So treffen wir da die Latte. So fängt's an. Der muss sitzen. Es geht schon wieder los. Es und geht direkt zurückgespielt. Schon wieder los. Wir haben wieder das Glück gepachtet. Guter Pass, so machen wir die Bälle jetzt schon an die Latte. Ah, ja, ja. Wow. Hier. Mag der ihn. Sie wollen sehen. Wieder rankommen. Oder zumindest was macht Toni Kroos eigentlich? Ja, zwei Wechselempfehlung. Der Trainer nimmt ihn runter, die Verletzung scheint schlimmer zu sein. Ja, und dann muss man das eben auch einsehen, wenn es nicht so weitergeht. Cool. Das Spiel zeigt uns an, dass es einem Spieler nicht gut geht. Das ist geil. Ha! Die Wechsel, wenn es sinnvoll war. Werden wir sehen. Eva. Ja, ich wollte es ausprobieren. Ich wollte es einfach wissen. Ja, die rote Karte ist klar. Jede andere Entscheidung wäre nicht angemessen gewesen. Ja, dumm. War dumm. Aber ich wollte den Elfer sehen. Wir führen hier 5-2. Also hier passiert nichts mehr. So. Ich darf im Tor stehen. Na was? Ah, okay, so. Okay. Den Ball zack. Abgewehrt. Schießt rechts runter. Ja, das ist die Mitte. Geil. So, und raus damit. Nichts passiert, obwohl wir runterkategorisiert haben. Das ist gut. Philippe Luis so, jetzt. Bale darf nachsetzen. Das ist moderner Fußball. Sollte ich nochmal wechseln? Ja, egal.
Spielen wir durch mit einem Mann weniger. Das ist noch eine Minute. Das geht sich aus. So. Hat den Ball. Klasse. Eine Minute. Wow. Nachspielzeit wird angezeigt. Okay. 5 Minuten gibt es noch als Nachschlag. Das könnte eine Gelegenheit werden. Puh. Schuss. Und da hat das er ist die richtig gute Möglichkeit. Knapp war's am Ende. Hat er da vielleicht schon zu viel nachgedacht? Also Glück, den das eigentlich machen. Auch nicht gut. Das ist... Wow. So, die jagen den Ball jetzt mal weg vom Tor. Raus damit. Weit weg, Ronaldo. Erwischt den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. So, und zack. Sehr guter Einsatz. Zack. Wow. Das mit den Tricks muss ich echt noch üben. Das ist. Heute ist es eine Folge. Es gelingt mir nicht. Es gelingt mir nicht, die Tricks auszuführen, so wie ich es gerne machen würde. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Den erwischt er nicht, den erwischt er nicht. Was ist jetzt passiert? Er legt sich Spiel einfach mal hin. Wieder. Wird das seine Torschance? Müdigkeit bei Gareth Bale. Das war der gute Schlagzeile Mann der Zeitung. Gareth Bale am Boden. Und der Ball wird durch Torhüter gespielt. Ball bei Marcelo. So. Ja. Und nun Ronaldo. Sehr gut. Ronaldo. Zack. Schön gespielt. Schön gespielt. Geht er vorbei, geht er vorbei. Er lässt einfach stehen und hält den Ball jetzt einfach mal ein bisschen. Tolles Passspiel heute bei ihm. Sehr flüssiger Spielaufbau. Zack. Sieht schon gut aus. Zack. Und er schießt. Und Torschuss. Tolle Aktion vom Torwart. Die Ecke könnte Gefahr bringen. Gut gehalten. Aber schön gespielt. Aber eigentlich wollte ich Toni Kroos anspielen. Aber ja, soll es sein. Spielen wir mal die Ecke. Es muss besser werden als vorher. So, hier hin. So. Sehr gut. Kommt schön und da wäre Ramos da gewesen. Sergio Ramos. Das war der Schlusspfiff. Das Kopfballungeheuer von Madrid. So, die Spannung ist der erste Sieg für uns. Dafür war es einfach zu geil. Einseitig. Ja, sie haben ihn dominiert, geil, nie geil, nachgelassen geil. Und deshalb geht der Sieg in Ordnung. Ein deutlicher Sieg für Real Madrid. Geht Madrid über Madrid mit 5:2. Wie hast du die heutige Leistung Obwohl von Bale gesehen? Höher hätte ausgehen müssen. Ganz toll. Hätte höher also ausgehen müssen. Überragend. Total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden. Zwei Tore, ist okay. War okay die Leistung von Bale, war okay. So, La Liga. Haben wir ein paar Zusammenfassungen, aber die haben eigentlich alle gesehen. Somit können wir sagen, es geht mal weiter. Ja, na, wir beenden das Spiel hier. Ja, und schauen mal, was das Menü für uns bringt. So, was haben wir denn? Spiel, Installation läuft, FIFA 18 wird gerade installiert. Lebe bis zum Abschluss der Installation des Gameplay im Anstoßmodus. Ja, den Anstoßmodus, ja, den zeige ich euch jetzt nicht. Den lasse ich mal einfach weiterlaufen, die Installation. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 17. The Journey. Ah, Let's Play FIFA 17 ohne Journey. Ciao.